Ach, jetzt kommt meine Lieblingsmission. Die Mission können wir noch schnell machen. Okay, ich brauche meine besten Hardhitter, die ich kriegen kann. Defensive ist vollkommen egal, Hauptsache sie können hart zuhauen. Da fast die ganze Karte aus Ebenen besteht, ist Jake sowieso eine relativ gute Wahl. Also Jake und Jess im roten Team passen eigentlich hier schon ganz gut. Ich sollte nur an den Skills ein bisschen rumfeilen. Und Jake kriegt einen Sunskorpion. Den hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dafür gibt es den hier und den da können wir mit dem da ersetzen. Das passt dann soweit. Jess. Du kriegst dann Star Power. Und noch mehr Direct Attack. Wer in der zweiten Gruppe hier sitzt, ist eigentlich vollkommen egal. Da können wir eigentlich irgendwas reinschicken, was ein paar Level-Ups brauchen könnte, weil die Armee hat sowieso nicht wirklich viel zu tun. Na, wen wollen wir ein paar Level-Ups geben? Zumindest zwei Level-Ups sollten ja drin sein für die ganze Mission. Ach, weißt du was? Ich spiele das Ganze in der zweiten Runde mit Sammy und mit Eagle, weil bei den beiden brauche ich nämlich noch was. So. Dann mal ran an den Speck, die... Moment. Kriege ich den überhaupt sicher kaputt? Die erste Runde sollte ich, glaube ich, erstmal zum Positionieren benutzen. Das ist übrigens die größte Schwierigkeit, die diesem Level hinzugefügt wurde. Es sind zum einen mehr Ozium-Einheiten, zum anderen sind die zwei Einheiten hier noch dabei, die mit auf dem Feld rumroamen. Ein
Die sind nerviger, als sie aussehen. Auch wenn es nur ein Panzer und eine Flak-Einheit ist. Ist jetzt echt blöd da unten. Das ist jetzt eine Glückssache. Aber das sollte hinhauen. Ich habe schon wieder vergessen zu wechseln, verdammt.
So. Jetzt können wir mal ein bisschen aufräumen. Ein Ozium nach dem anderen kaputt machen. Ich nehme lieber einen Kanonenhit in Kauf, als dass ich hier noch eine Einheit verliere. Zwei Comtower an meiner Seite ist das Ganze schon wesentlich einfacher. War jetzt knapp.
Na dann. Da wieder mit seiner Super Core Power, die eigentlich nichts bringt, außer dass die Oziums 10% mehr aushalten. Ich habe mir jetzt wieder genau da reingestellt. Das hat jetzt nicht allzu viel Sinn. Na dann, noch eine Runde Tech Power. Erstmal den hier wieder besetzen, bevor ich das jedes Mal immer wieder vergesse. Das macht genug Schaden, um ihn K.O. zu setzen. Dann nehmen wir noch eine Pipeline mit. Gibt ja nochmal mehr Punkte.
Da rattern die Punkte. ...1195, das Ganze darf man jetzt mit 2 multiplizieren und so viele Punkte gibt es jetzt auf die Ränge. Und damit haben wir unseren ersten Rang 10 Helden, was heißt Helden, Co. Ja. Jetzt haben wir Jakes Alternativuniform freigeschalten. Ich finde die allerdings nicht wirklich schön. Seine normale sieht viel cooler aus. So, aber bevor ich jetzt ins nächste Level gehe, mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich habe eh schon wieder über 2 Stunden aufgenommen und ich brauche jetzt auch mal wieder eine kleine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!